Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt hier losgefahren und es geht auf große Balkantour. Ich freue mich, dass ihr mitkommt und mit dabei seid und bin schon ganz gespannt, was ich erleben werde. Erstmal sind folgende Länder geplant: Slowakei, Rumänien, dann vielleicht Bulgarien, Türkei, Griechenland und dann geht es wieder in einem großen Bogen nach oben. Das wird euch die nächste Zeit hier auf meinem Kanal begleiten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich starte hier in meinem verregneten Brandenburger Land. Und meine erste Station ist 1300 Kilometer weit weg. Ich glaube, so lange halte ich nicht aus. Ich werde jetzt durch ganz Süddeutschland fahren. Und dann durch Tschechien in die Slowakei. Ich hoffe, dass ich heute wenigstens in die Slowakei schaffe. Mein Auto ist vollgepackt. Das muss reichen für fast 4 Wochen. Ich blende euch mal hier oben eine Karte von der Tour ein. Und da könnt ihr dann immer mal verfolgen, welchen Streckenabschnitt ich dann gemeistert habe. So, aber jetzt tschüss Brandenburg. Welcome Balkantour! Ich bin jetzt an der tschechischen Grenze angekommen und jetzt muss ich mir erstmal eine Vignette besorgen. A time of peace. No more pain and suffering, just... Schaut euch das mal an, wie weit man hier steht, um eine Vignette kaufen zu können. Seit dem letzten Video ist eine halbe Stunde vergangen und ich stehe immer noch hier. Ach perfekt, schaut mal, hier kann man gleich auch noch die Vignette von der Slowakei von Ungarn kaufen. Alle sind 10 Tage gültig und kosten so zwischen 15 und 19 Euro. Die hole ich mir auch gleich und brauche ich nicht nochmal so lange anstehen. Hier kann man nicht mal mit Karte bezahlen. Ist ja lustig. So, das wäre erledigt. Ich habe genau eine Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, was da so lange gedauert hat, weil die hatten 3 Schalter offen, aber es ging irgendwie nicht voran. Ich bin jetzt kurz vor Brünn. Heute will ich versuchen, noch bis Bratislava zu kommen. Und zwischendurch dann auch mal so. Ich fahre jetzt in Bratislava ein. Und hier wollte ich mir einen schönen Stellplatz suchen. Mal sehen, vielleicht finde ich was Nettes an der Donau. Wir sind in Bratislava angekommen und schaut mal, hier ist ein richtig schönes Plätzchen, allerdings sehr gut besucht. Das ist ein Stellplatz von Park 4 Night. Allerdings ist jetzt hier überall Halteverbot, also ich kann jetzt auch nicht hier bleiben. Aber ich kann hier kurz mal zeigen, wie es hier aussieht. Ich bin hier direkt an der Donau und da hinten sieht sie aus wie ein reißender Strom. Ich fahre jetzt mit dieser Straßenbahn ins Zentrum von Bratislava und ich stehe hier am Botanischen Garten. Ich habe mir jetzt hier so eine 24-Stunden-Fahrkarte geholt für 4 Euro. Oh, da kommt die Bahn schon. Voll praktisch, man kann die Karte, die Fahrkarte mit Visa-Card bezahlen am Automaten. Ich bin schon mal voll begeistert, war total easy hierher zu kommen mit der Straßenbahn. Da ist die Donau hinterm Bus und da ist die Altstadt. Da geht's jetzt hin.
reach out for others to take the hands. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time. Da sieht's schon mal gemütlich aus. Da geht's jetzt lang. Kein Problem, hier kannst du ein bisschen dich vereisen lassen. Es ist super easy in Bratislava, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will. Also man kann das voll mit Google Maps machen, gibt ein, dass man mit einem Busbahn oder so fahren will. Und das stimmt auf die Minute genau. Also bei mir hat es super geklappt mit der Straßenbahn. Ich stehe mit dem Auto hier ein Stück weiter rechts am Botanischen Garten und bin mit der Straßenbahn der Nummer 4 hier unten langgefahren, habe hier angehalten und besuche jetzt hier die komplette Altstadt von Bratislava. Wichtig ist, wenn ihr in einer fremden Stadt parkt und dann die Altstadt erwandern wollt, dann markiert euch euren Parkplatz bei Google Maps oder wo auch immer, welche App ihr benutzt. Sonst findet ihr das Auto möglicherweise nicht wieder. Wow, hier ist einfach mega viel Kultur zu sehen. Ich will euch nicht zuspammen, aber schaut euch mal das Dach an. Richtig schön. Ich bin jetzt hier in einem Restaurant, hier mitten in der Stadt und suche mir jetzt was Leckeres aus. Ich habe mit Absicht ein slowakisches Restaurant ausgesucht, weil ich finde, man muss immer einmal die landestypischen Speisen kosten. Schaut mal, wie in fast jeder Stadt gibt es hier auch diese City-Tours. Und ich finde, die Preise sind ganz schön angehoben worden, oder? Hier so eine kombinierte Tour. Kostet denn 54 Euro? Also finde ich ganz schön viel. We can make it happen today. Or we just have to say words of love that cast out every hate. Da fließt sie nun, die Donau. Das ist ein schöner Sonnenuntergang zu sehen. Und hier kommt die Nacht, da kommt gleich meine Straßenbahn um die Ecke. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now the song. Mit diesem schönen Sonnenuntergang verabschiede ich mich von heute. Morgen geht es weiter Richtung Rumänien. Seid gespannt. Bis dahin, bye bye. Take a look around you. Can you see?
it's coming to. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon aufgestanden, habe mich fertig gemacht und mit der Straßenbahn Nummer 9 in die Innenstadt gefahren. Die fährt in den oberen Bereich der Innenstadt, die 4 fährt unten an der Donau entlang. Jetzt will ich frühstücken, weil ich da mitten so im Wohngebiet stehe, will ich das nicht im Auto machen. Sieht immer ein bisschen blöd aus. Und dann muss ich noch in die Mall, weil ich habe ein Kabel vergessen, um die Videos auf die Festplatte zu speichern. Und ich brauche noch für mein Stativ eine Handyhalterung. Die ist mir kaputt gegangen, ist der Rasenmäher dagegen gefahren. Ja, das wird jetzt noch erledigt und dann geht's weiter nach Rumänien. So, einen schnellen Kaffee to go. Hier vom Straßenrand, da steht einfach so ein kleiner Wagen und der hat eine super Kaffeemaschine da drauf. Und was ich voll krass finde, ist, man kann da mit Karte zahlen und gestern im Restaurant konnte ich nicht mit Karte zahlen. Also eine Stadt der Gegensätze. Man kann hier übrigens auch Stadtwanderungen machen. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu touristisch. Und wusstet ihr, dass am anderen Ufer, also nicht direkt hier, das ist noch Bratislava, aber dort hinten hinter der Brücke, das ist dann Österreich, das andere Ufer. Hier ist einmal der komplette Stadtkern von Bratislava. Hier ist die Donau, da sind wir. Und hier ist die Innenstadt, die noch stellenweise von der Stadtmauer umgeben ist. Die Burg habe ich euch gestern gezeigt. Ja, und alles andere ist in den Bergen und etwas außerhalb. Eine wunderschöne Stadt. Hier ist jetzt die große moderne Mall und hier muss ich rein, weil ich brauche noch ein Kabel, was ich vergessen habe. Und ja, die öffnet allerdings erst um 10. Mal schauen, was sich machen lässt. Also ihr seht, shoppen kann man hier auch in mehreren Etagen. Und alles richtig schickimicki. Ich bin in Ungarn. Ich habe jetzt hier getankt. Das sind 1,89 pro Liter. Und jetzt muss ich erstmal bezahlen. An diesen Bergen da vorne sieht man, dass ich gleich in Budapest bin. Aber ich fahre diesmal nur einmal drumherum, denn Budapest kenne ich schon. Und in Rumänien war ich noch gar nicht und da will ich mir die Zeit für das einsparen, was ich noch gar nicht kenne. Ich fahre gerade Richtung ukrainische Grenze. Das ist nicht mal mehr eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Aber kurz vorher biege ich ab Richtung Rumänien. Das ist einfach eine Stauumfahrung hier. Und schaut mal, wie viel Grad hier sind. Ich bin jetzt kurz vor Uschgorod. Könnt ihr ja mal googeln. Und muss noch 8,7 Kilometer geradeaus, bevor ich abfahren soll. Und hier ist praktisch niemand mehr. Ich fühle mich schon ein bisschen einsam hier auf der Straße. Ja, das hier sind noch ein paar Ungarn, die werden hier wahrscheinlich wohnen. Nein, das waren jetzt hier schon Ukrainer, die hier langfahren. Also ich hoffe, dass ich meine 7,6 Kilometer jetzt hier noch lang komme, bevor hier die Grenze kommt. Schon ein bisschen unheimlich. Übrigens, die ungarischen Städte, die kann man einfach nicht aussprechen. Die haben alle so viele Buchstaben. Jetzt hier könnt ihr das gleich mal sehen. Das ist Wahnsinn. Es gibt zwei Städte, die ich mir merken konnte. Und zwar hießen die wie Essen. So, einmal hieß die Stadt Debrecina oder Debrecin oder so. Und die andere Stadt hieß Cegetin, wie das Gulasch. Alle anderen kann man sich einfach nicht merken. Ich bin jetzt an der rumänischen Grenze angekommen. Und
Eigentlich wollte ich noch mal zur Toilette, aber ja gut. Dann muss ich noch ein bisschen aushalten. Herzlich willkommen in Rumänien. Gleich wieder an einer Tankstelle. Und jetzt geht's Richtung Karpaten. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich muss mir jetzt erstmal ein Fleckchen suchen, wo ich mir eine Stulle schmieren kann. Ich habe richtig Hunger. Und bis zu den Karpaten sind noch 4 Stunden. Also ich weiß nicht, ob ich zwischendurch eine Nachtpause mache oder ob ich einfach durchfahre. Schauen wir mal, wie fit ich bin. Aber erstmal essen. Kurz vorm heutigen Stellplatz gibt es erstmal einen schönen Sonnenuntergang und dann hier wieder Serpentinenstraßen die ganze Zeit. Das sind wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, die Vorkarpaten. Ich bin beim heutigen Stellplatz angekommen und schaut euch mal den Ausblick an. Schön, oder? Hier sind noch mehr. Ich habe tatsächlich doch noch mal umgeparkt. Schaut euch mal meinen Ausblick an. Wenn ich morgen früh aus meinem hinteren Fenster gucke, dann sehe ich das. Herrlich, oder? Ja, na dann, gute Nacht. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Abo dalassen. Bis bald.